gratuliere der Stadt Feldkirch zu diesem einzigartigen Projekt. Es ist ein wunderschönes Zentrum für Kultur und Begegnung und Veranstaltungen. Österreichweit wirklich ein Pionierprojekt, architektonisch ganz hervorragend. Und ich wünsche der Stadt Feldkirch mit diesem Haus weiterhin viel Erfolg, dass die Menschen wirklich dieses Haus auch annehmen, dass es nicht nur ein Kulturzentrum ist, sondern ein Haus der Begegnung der Bevölkerung Feldkirch. Es ist ein ganz tolles Gebäude geworden und mir gefällt auch, wie es eingebunden ist in die Stadt. Vor allem auch, wie die Umgebung vom Montforthaus profitiert durch die neue Platzgestaltung. Die ist wirklich gut geworden. Die Sichtbeziehungen sind besser geworden zur Schattenburg auf. Und das Haus selber hat für mich auch Qualität, auch was die Materialien betrifft. Und man sieht, man hat in der Planung sich wirklich mit dem Detail befasst. Man ist wirklich ins Detail gegangen, hat das genau überlegt, wie man das gestaltet und baut, damit man lang eine Freude dran hat. Und das ist, so sollte man immer dran gehen, an einen Bau. Sich lieber vorher mehr Zeit lassen, zum Überlegen, dass man gute Ideen mit einfließen kann und die dann noch umsetzen. Und dann hat man lange eine Freude dran. Und ich bin überzeugt, dass man mit dem Haus noch viele Jahre eine Freude haben wird. Und jetzt wünsche ich sozusagen für den Betrieb, vor allem, dass es gelingt, die Auslastung vom Haus sehr hoch zu halten, damit man auch im wirtschaftlichen Betrieb das gut führen kann. Bei dieser Geschichte, bei der beginnenden Planung, haben wir von der Kultur natürlich gefordert, ein Theater, ein mögliches Kino. Es waren gewaltige Vorstellungen, muss man dazu sagen. Und dann kam es aber ganz anders und eine Zeit lang war ich eigentlich der Meinung, das wird nichts. Inzwischen hat sich meine Meinung wirklich gedreht um 180 Grad. Es ist hervorragend geworden. Aus zwei Gründen. Zum einen, weil es ein Haus ist, das alle Stückchen spielt. Und zum zweiten, weil es ein Haus ist, das nun eine neue Zeit anbietet, direkt am Rand einer Altstadt, die weit zurückgeht in ihre Geschichte und deutlich macht, dass der Weg weitergeht, dass es nicht zu Ende ist und dass man nicht irgendein altes Gebäude wieder errichten muss, sondern wenn man in die Zukunft schaut, dann mit einer neuen Architektur angebunden an das, was war. Das heißt, Leben aus der Tradition in die Zukunft hinein. Das ist für mich das Spannende an diesem Haus. Also meine Eindrücke sind, ich finde es ganz fantastisch, wie diese Eröffnung jetzt stattgefunden hat und wie viele Menschen begeistert sind vom Haus. Das ist, da sage ich nur Gott sei Dank ist es so, es ist uns, wir haben das Glück, dieses Haus jetzt eröffnen zu können. Es hätte auch anders kommen können, aber vieles hat zusammengespielt. Viele haben sich zusammen angestrengt und jetzt ist dieses Haus da und ich bin sehr glücklich. Ich erwarte mir, dass es oft in diesem Foyer so voll ist wie heute, dass sich viele Leute so angeregt unterhalten. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es für die Kultur in Feldkirch und für die Region, denn das Haus wird ausstrahlen, einen Mordsinput werden wird. Und ich freue mich schon sehr auf die ersten tollen Veranstaltungen hier. Ein tolles Haus an einem tollen Ort, in einer schönen Stadt. Es fügt sich wunderbar ein ins Umland. Und was ich bisher vom Innenlehrer gesehen habe, ist schon so perfekt. Also man kann der Stadt Feldkirch und insbesondere dem Bürgermeister Berchtold nur gratulieren. Was ich sehr gut finde, ist das Foyer. Es ist also großzügig und macht fast den Festspielen Konkurrenz. Und zwar, was interessant ist, waren Dinge, man hat Raum, man kann diskutieren, man kann kommunizieren. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist für ein Foyer. Und die Saal natürlich, da muss man abwarten noch, möchte wissen. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit irgendeiner Äußerung, sondern ich muss das erleben. Aber der erste Eindruck ist sehr gut. Ja. Ein wunderbares Haus, ein sehr offener, freundlicher Empfangsbereich, ein wunderschöner großer Saal und eine wunderschöne Eröffnung und ein ganz entspannender Bischof, der die Eröffnung sehr schön abgerundet hat. Überwältigend, großartig, wie es heute schon so oft gesagt wurde, die Architektur ist einfach bezaubernd, ja. Und ja, für Feldkirch unbedingt notwendig, so ein Gebäude wieder zu haben, so ein Kongresszentrum, weil Feldkirch ist Feldkirch und Feldkirch braucht so eine Stätte der Kultur und der Zusammenkunft und der Freude und des Treffens, das gehört dazu. Ist großartig. Wir sind stolz auf unseren Bürgermeister und auf alle, die da mitgewirkt haben. Großartig. Danke.
Ja, ich glaube, ein sehr gelungenes Werk. Wenn man sieht, was es eigentlich für Möglichkeiten jetzt gibt, wenn man herkommt, die Offenheit, wenn man ins Haus herkommt. Und innerhalb dieser hat man ja gehört, wie sich das Ganze mit der Technik, mit der Akustik, wie das alles zusammenspielt. Ich kann nur sagen, herzliche Gratulation der Stadt Feldkirch, am Bürgermeister, alle Verantwortlichen, die damit beitreten haben, ist eine ganz gelungene Sache. Und für das Land Vorarlberg, glaube ich, auch für die ganze Region, und da zähle ich uns mit dabei, auch mit dazu, ein sehr gelungenes Werk. Ich finde, an diesem neuen Mamfordhaus ist vor allem die Einbindung in die Stadt, also der äußere Bereich vor allem, weil er der Stadt eine ganz neue Situation bringt. Es gibt mehr Abstände, es gibt Freiräume, es gibt ein höheres Erkennen der Stadt, vor allem zur Altstadt hin, zum Gymnasiumplatz, aber auch zum Leonhardsplatz. Es ist eine völlig neue Situation, die sich sehr, sehr verbessert hat gegenüber dem alten Bau. Und wo ich nicht sicher war, von der Außenbetrachtung her, ob das innen die gleiche Qualität haben kann, ich bin ganz überrascht, sehr positiv überrascht. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr gelungener Bau ist. Auch der Saal ist, meine ich, sehr gut nutzbar. Also es ist so, wie es in den Reden formuliert wurde. Ich glaube, das ist wirklich ein Geschenk an die Feldkircher und vor allem, was ich noch wichtiger finde, an die Kultur in Vorarlberg. Da kann man was machen, jetzt muss man es halt tun. Was mir als erstes aufgefallen ist eine Verwandtschaft mit dem Guggenheim-Museum in New York. Aber das hängt natürlich mit den nicht geraden Linien, mit den geschwungenen Teilen, mit den Aufgängern zusammen. Aber ich will die zwei Dinge nicht vergleichen, das ist abgesehen davon, wenn man es mit dem Guggenheim vergleichen kann, ist ja kein schlechter Vergleich, oder? Aber ich glaube nicht, dass man einfach das so auch zum Beispiel mit dem Bregenzer Festspielhaus. Es sind auch andere Funktionen, die die Räume zu erfüllen haben. Aber wenn beide in sich stimmen, dann hat dieses Land einen echten Fortschritt gemacht. Weil das war natürlich schon ein bisschen schwierig, also das war bregenzlastig in der Qualität der Räume. Jetzt hat also der mittlere Teil von Vorarlberg, auch das Oberland, weil Bludenz ist ja nicht weit, einfach etwas dazu bekommen, über das man sich eigentlich nur freuen kann. Ich gratuliere wirklich. Also für mich ist das Mamfordhaus also die perfekte Kombination von Eleganz und natürlich Moderne. Hat einfach voll was Modernes, finde ich, und das ist so die perfekte Kombination. Man fühlt sich wohl. Das ist für mich einfach perfekt. And we see something like this in the United States, but only in big cities. And when you come to visit a small town and you see a construction like this, a building like this, you go, wow, it's something very, very amazing. And whoever comes to Vorarlberg or Feldkirch should come over here to check it out. Genial. Also wir Feldkircher haben uns auf das Haus so gefreut, und dass es so schön wird, hätte man es nie gedacht. Also wir sind alle überrascht. Also Riesenkompliment an alle, die das ermöglicht haben, die das erbaut haben und die dazu geschaut haben, dass es so wird, wie es war. Es ist einfach, könnte nicht besser geworden sein. Also ich bin total begeistert vom Mamfordhaus, vor allem von der Architektur. Das ist schon schön in die Altstadt eingebunden. Und das war immer ein Wunsch von mir. Hoffentlich planen sie es so, dass sie es in die Altstadt einbinden. Und das ist ein Traumhaus. Also ich finde, für Feldkirch hat das einen sehr hohen Stellenwert und ich muss sagen, spitze. Gut, also das neue Mamfordhaus ist sensationell. Also wir freuen uns wirklich sehr. Am 2. Mai haben wir die Vorarlberger Tanzgala mit Weltmeister und tolles Showprogramm. Und es ist eine tolle Bereicherung für die Stadt Feldkirch, eigentlich für das ganz Vorarlberg, so eine tolle Räumlichkeit zu besitzen. Also ich finde das neue Mamfordhaus voll schön. Sie haben es echt voll gut gemacht und es ist voll das schöne Fest jetzt da. Ich finde das voll gut, dass sie die Jugend durchbringen. Also das, was mir jetzt sehr angefällt, war ziemlich gut. Ich finde es schade, dass man leider noch so wenig sieht momentan, aber voll gefällt mir gut bis jetzt. Ich glaube, das Mamfordhaus ist viel zu schön, um ein Disco zu sehen. Also nicht, dass Discos nicht schön sind, aber das ist ja ein Kulturort, wo verschiedene Veranstaltungen sind. Das ist eine super Sache da. Ich war ja in vielen Veranstaltungsräumen schon, in Wien oder sonst in Europa und so. Und ich finde das Mamfordhaus sensationell. Es ist wirklich super geplant. Es ist modern, es ist stylisch, es ist
ich glaube, von der Kosten her als Spaß. Also für Feldkirch Prädikat sensationell. Sie sind aus Hart in Ihre alte Heimat Feldkirch zurückgekehrt, um ja. Das neue Mondfahrthaus anzuschauen. Wie gefällt es Ihnen? Ja, sehr gut. Es ist ganz hell, also super. Gefällt mir ganz gut da, ja. Ja, ich bin extra hergekommen, zum Schauen, ob es jetzt wirklich so ausschaut wie auf dem Plan. Und bis jetzt hat es mir eigentlich gut gefallen und schaut eigentlich fast gleich aus. Ich habe noch nicht alles gesehen, aber bis jetzt einmal das Außenherum ist sensationell gelungen. So, also ich kenne das alte Herren noch und es ist nicht so modern gewesen wie das neue jetzt. Weil da hinten ist jetzt viel mehr mit akustisch gemacht worden, finde ich. Und es ist wirklich super, wie man das alles aufteilen kann da hinten. Weil wenn man jetzt da den Raum größer machen will, der da zum Beispiel, macht man alles automatisch. Gerade viel schneller und auch die Raummöglichkeiten sind viel besser dahin waren. Einmal jetzt, wie das, wo ich mitgekriegt habe mit dem Rauchen zum Beispiel, kann man ja, muss man nur rausgehen, sondern es gibt so extra Räume, damit der Lärm draußen nur ist und die Bewohner da nicht genervt werden, wie ihr seht. Das finde ich echt super. Ist akzeptabel und jetzt so vom Licht her, es ist alles so mehr in Stimmung einmal. Da zum Beispiel, hier sind zwei verschiedene Lichtfarben dahin. Also die rechte Seite ist eher mehr so das Weiße und die linke ist eher mehr so ins Warme. Das finde ich echt super. Das ist eine gute Sache. Es ist sehr transparent, vom Stil her wie vom alten Haus, natürlich nicht zum Vergleich her, und, aber es ist ganz, ganz toll gelungen von der Bau, von der Architektur her und das. Also ich bin sehr überrascht. Ja, also das Mompfert-Haus ist sehr interessant. Wir haben sehr, sehr viele Eindrücke gekriegt vom Diplom-Ingenieur Mödlagl und sehr, sehr viele interessante Sachen, die man eigentlich so gerne erfahren würde. Jetzt, dass beispielsweise die ganzen Aufträge, was im Land vergehbar sind, und das war schon sehr beeindruckend. Oder auch die Nachhaltigkeit, die da eine sehr große Rolle spielt bei dem Projekt. Und ja, das war sehr, sehr interessant. Wir haben das jetzt nicht in Kolo, nachdem ich eigentlich während der Bauzeit wohl vereinzelt einmal hingesehen bin. Aber ich muss sagen, so wie sich jetzt das Ganze darstellt, auch wenn man die ganzen Diskussionen gehört hat, das Ganze führen wieder, muss ich eigentlich jetzt im Nachhinein sagen, es ist eigentlich eine gefreute Sache geworden. Es hat sich also sicher gelohnt. Und ich glaube, das Ganze wird sich eigentlich erst entwickeln, positiv. Ist jetzt also positiv und ich muss sagen, mir gefällt es.